Hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, meine Nase juckt. Bei Ticket. Ansonsten würden das jetzt rausschneiden, aber ich sage, nein, meine Nase juckt. Wieder ein kurzer Cut. Warum ich das mache, ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich jetzt durchspielen können, gerade, aber ich habe mir gedacht, irgendwie passt gerade ein Cut. Ich wollte auch eigentlich mit diesem Thema einfach aufhören, deswegen war das schon ganz wichtig, dass da mal vielleicht ein kleine Unterbrechung in irgendeiner Form zugegen war. So, das hätten wir wirklich vielleicht noch in der letzten Folge schaffen können. Das waren wirklich noch diese letzten Reihen, die wir hätten Dachdeckermeistermäßig vollrichten müssen, hätten müssen. Und ihr seht, ich bin jetzt unter in einer Minute quasi fertig damit. Zack. Ja, egal. Jetzt haben wir das Dach auf jeden Fall fertig. Jetzt gucken wir uns mal an, wie hell das jetzt wirklich da unten ist. Und versuchen mal vorne ein paar Fenster einzubauen. Das ist so jetzt die Aufgabe dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Sand dafür habe. Also hell ist das jetzt noch nicht, ne? Ich hätte mir das heller gewünscht. Vielleicht mache ich nochmal so eine Beleuchtung von unten irgendwie. Oh je. Ist echt nicht so hell, ne? Gucken wir, ob wir irgendwo unter 7 fallen. Nö, eigentlich sieht es gut aus. Theoretisch scheint es hell genug zu sein. Aber praktisch finde ich es ja ein bisschen dunkel, ne? So, hinten kommen auf jeden Fall die Kisten, denn da sollte sich ja noch einer melden von euch. Und hier Pferde. Vier Pferde für ein Halleluja. Hier. Von mir überhaupt zu viel Holz gesammelt. Damit kann ich Kisten herstellen. Ich will aber wahrscheinlich andere Kisten herstellen. Also sprich, Gold hast du nicht gesehen, Kisten. Damit die größer sind. Oder gleich die Diamond Chests oder sowas. Ich packe mal ein bisschen Holz weg, so viel wie gerade geht. Passt nicht mehr. Schade. Machen wir einfach nochmal eben eine schnelle Kiste. Habe ich noch welche? Doch, eine Goldkiste. Aber gut. Andere Geschichte. So, die packen wir mal schnell hier hin. Habe ich echt nur noch 19 Glowstones. Das ist ja echt nicht viel. Da muss ich auch nochmal in die Hölle gehen, wenn ich das hier heller machen will. Der bleibt bitteschön hier. Den ganzen Kladderadatsch kann ich erstmal raustun. Die Schippe kann wieder hier hin. Apropos Schippe kann hier hin. Hätten wir die mal reparieren sollen. Egal. Pass auf. So. In welchem Mode bin ich eigentlich? Sieht ja fast aus, als würde ich keinen Hunger kriegen. Disconnecten ist eine gute Idee. Das sollte man immer mal machen. Disconnecten im Let's Play, das erfreut uns alle. Manchmal klicke ich einfach ein bisschen schnell. So, ich wollte gucken. Cheat Mode ist on. Ah. Deswegen kriege ich keinen Hunger. Super. Rezept Mode. Danke. Tschüss. Ah, sofort Hunger gekriegt. Sofort, aber instant, ne? So, ich werde jetzt ein bisschen Sand farmen gehen, denn ich brauche ja Glas für die Fenestere. Habe ich irgendwo eine große Wüste eigentlich in der Nähe? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir drücken mal M. Es passiert nichts. Wir drücken Tab. Es passiert nichts. Wo ist die Karte? Menü, nee, ich dachte, ich hätte die große Karte, das ist egal. Wir gucken mal, Minimap, nein. Minimap-Option, Waypoints, ich wollte eigentlich Key-Config, so. Render-Type, ich wollte Large Map, ist Numpad 9, alles klar, danke. Numpad 9. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwie in die Wüste. Das, wo ich so viel Sand jetzt brauche. Scheiße, ich kann mal irgendwas anderes machen. Na. So, machen wir das mal auf. Da ist mein Talisman auf Repair drin. Ne, ist er nicht. Schade. Da ist er drin. Hier kannst du meine Schaufel reparieren. Das ist eine tolle Sache. Gut, jetzt machen wir nochmal die Minimap an. Mit den Neuner. So, ich fliege jetzt einfach mal in diese Richtung, würde ich sagen. Ah ne, da ist meine Quarry da hinten. Ich fliege mal in die Richtung. Vielleicht finde ich da irgendwo eine Wüste oder sowas, wo wir viel Sand herkriegen können. Obwohl, da ist so ein kleines Loch. Kann ich da nicht ein bisschen Sand abarbeiten? Gucken wir uns mal das Loch an. So, das ist jetzt nicht so viel. Und Wolfi. Hallo Wolfi. Na, wie geht es dir? Ich habe einen Knochen dabei. Magst du Freund von mir sein? Komm mal her. Komm mal her. Ach, du bist ja niedlich, bist du ja. Komm mal her. Knochen. Schade. So. Nein, ich suche, glaube ich, etwas Größeres. Hier kann ich ja nichts abarbeiten, das ist ja völlig winzig. Da hinten ist ein großer Strand, sehe ich gerade. Da fliegen wir mal hin. Das ist ja einfach diese Richtung, das kann ich mir so merken. Hinter den Bäumen, ei, 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 da muss der Strand wohl grenzenlos sein. Da gibt es jede Menge Sand. Damit baut man sich eine Wand, wo man durchgucken kann. Ja, das ist einfach wunderbar. Der Sand ist hier in Mengen da. Der Reim war wirklich sehr schlecht. Ich hoffe nicht, dass ihr davon brecht.
Doch ich singe dieses Lied einfach weiter und verkraule sogar die Leiter. Wieso wird das nicht repariert? Was macht der Talisman auf Repair, wenn er nicht diese... Ach warte, die ist vielleicht besser, die geht gar nicht kaputt, ne? Oh mein Gott, die ist ja... Dann machen wir heute mal Schnellsand-Sammeling. Bup. Laufpark, geil. Wupp. Wupp, 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 am Gantan-Style. Wupp. Wir farmen Sand in Highspeed. Wir farmen Sand. Das sollte doch schon reichen. Ich mache sowieso Fenster. Ja, das reicht. Dicke reicht das. Wie, in welche Richtung müssen wir zurückfliegen? Ungefähr in die, ne? Ja. Es wird Nacht. Über Entenhausen. Die Enten. Dagobert Duck, Tick, Trick und Track legen sich zu ihrer himmlischen, verdienten Nachtruhe nieder in ihr kleines, süßes Bettchen. Die drei Brüder, Tick, Trick und Track, schlafen dabei im selben Zimmer und Dagobert in seinem Geldspeicher. Warum ich das gerade so erzähle, ich habe einfach keine Ahnung, aber ich hatte tierisch Bock drauf. Wie wär's, wenn ich eigentlich immer so in meinen Let's Plays rede? Das wäre doch fantastisch. Und deswegen werde ich das auch lassen und einfach jetzt nochmal weiterreden. Was ist denn für eine krasse Höhle in dem Berg da? Die muss auf jeden Fall mal erforscht werden. Die muss so einiges noch erforscht werden. Aber ist schon krass hell hier eigentlich so. Ne? Hier oben kann man nichts gegen sagen. Hier oben ist so richtig hell. Aber unten finde ich es echt noch ein bisschen dunkel. Ich gehe nochmal kurz unten reingucken. Da herrscht immer das gleiche Licht. Ob Tag oder Nacht, das erkennt man hier unten nicht. So ein bisschen an den Rändern erkennt man das, ne? Hier muss auf jeden Fall noch mehr Licht rein, obwohl ich schon so viel Glowstones eingegangen habe. Vielleicht mache ich das auch mit Luma-Lampen. Ich habe keine Ahnung. Alles ist möglich. So, wir haben mittlerweile 0.12 Uhr. Habe ich eigentlich meine berühmte Uhr schon mal lange nicht mehr gezeigt. Ich kann das mal eben schnell machen. 0.12 Uhr. Tada! Fast 0.13 Uhr. Ist gerade fast umgesprungen. Gut. Jetzt haben wir Sand. Jetzt haben wir nur keine Öfen. Wenn wir uns mal ein paar Öfen craften müssen, habe ich denn Steine hier? Ich gehe nicht davon aus. Ich habe alles verbaut hier. Haben wir Steine im Inventar? Ja. Aber das sind jetzt nicht gerade so viele. Und Kohle habe ich ja sowieso nicht. Eieiei, mein lieber Scholli. Ja, ich habe keine Kohle. Ach man, das ist ja sowieso auch nur wieder provisorisch, was ich jetzt hier mache. So, pass auf. Sand da rein. Sand da rein. Packen wir ein paar Stapelholz rein. Ich weiß, das wird nicht reichen, aber in der Zeit gehen wir uns ein bisschen Kohle besorgen. So, danke. Auch vielleicht wird es doch reichen, ich weiß es nicht. So, wir gucken einfach mal jetzt in diese Höhle rein, ob wir da ein bisschen Kohle finden können. Kohle, Kohle, ah, da hinten ist mein Haus. Schön, schön, schön. Ah, das ist ja eine super Höhle hier. Scheiße, weg. Nehmen wir die Höhle auf der anderen Seite von diesen, in meiner Lagerhalle ist ja noch eine Höhle. Beziehungsweise da ist ja noch eine, wie ich gerade sehe. Krass, wie schnell dieser Wald wieder wächst, ey. Das ist echt geil. Und runter in die Höhle des Grauens. Hier gibt's Eisen. Das kann man natürlich auch mitnehmen. Und ja, ich weiß, Rechtsklick mit voller Ladung oder sowas. Beschert mir das genau die... Kriege ich den automatisch? Sind wir da? Ne, wo sind die denn jetzt? Oh. Da, okay. Ja, ich habe natürlich keine Fackeln oder sowas, ne? Natürlich nicht, doch, da habe ich welche. Ah, Mann, schade, ich hätte gedacht, ich hätte keine. So, eigentlich bin ich dafür, Kohle zu suchen. Da ist Kohle. Zack. Gut, haben wir. Also, wenn wir schon diese Meta-Sachen haben, dann werde ich es auch benutzen, weil alles andere wäre ja auch doof. Hui. Komm her. Okay. Wir suchen einfach nur nach Kohle und anderen Rohstoffen. Die nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir schon mal hier unten sind. Da. Okay. Oh, mehr ist hier nicht jetzt gerade. Ich nehme jetzt einfach nur die natürlichen Gänge. Ich habe keinen Bock, irgendwo noch weiter ein bisschen Strafe Mining zu machen oder was? Strafe Mining. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir einfach nur die normalen. Oh, das Uran oder was ist das? Bup. Auch nur ein einziges. Egal. Wo sind wir hier gelandet? Ah, von oben gibt es hier auch noch Löcher. Cool. So ist das ein bisschen erhellt. Da ist ein bisschen Kohle. In der Sohle. Zack. Perfekto.
Das war echt viel Kohle, glaube ich. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Das ist nicht viel Eisen. Aber nicht viel bei Eisen ist besser als gar kein Eisen. So, weil wir jetzt gerade durch die Höhle jumpen, mache ich jetzt hier von einem Screenshot einfach nur. Ja, das ist dann der für die Folge. Wir haben ja sowieso schon 11 Minuten schon wieder rum. Die Zeit verfliegt immer so beim Let's Play. Ich verstehe das gar nicht. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Hui, okay, wissen wir, wo wir sind. Haben wir auf jeden Fall genug Kohle, um mehr Sand zu brennen, um mehr Gläser zu machen, um die Fenster langsam einzusetzen. Ich habe diese Folge noch nicht gemacht. Ich habe Sand gefarmt, ich habe Kohle gefarmt. Wollen wir auch noch mal was Produktives tun, bevor die Folge zu Ende ist. Ne? Wollen wir mal anfangen mit den Fenstern. Aua, kommt auch an, wie weit hier die Öfen sind. Na, immerhin. Komm mal raus da, machen da ein bisschen Kohle rein. Und bei dir genauso. Komm raus da, da kommt ein bisschen Kohle rein. Ein bisschen mehr vielleicht, so. Passt. Jetzt haben wir 34 Glasblöcke. Die kann man ja zu Fensterscheiben verarbeiten. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann werden wir schon jede Menge Fensterscheiben haben. Wie macht man das denn? Ach so, okay. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Damit kann man leben. So, in die Chest tun wir mal ein paar Tiere rein. Obwohl, den Sand können wir mal gerade gebrauchen. Die vier Blöcke brauchen wir gerade nicht. Ach, wir haben ja noch hier jede Menge Scheiben. Scheiße, hätte ich gar nicht losgemusst. Ich depp. Aber jetzt stellen wir gerade noch mehr Scheiben her. Was soll's? So, das da rein. Das da rein. Das raus. Das raus. Und da tun wir sie rein. Alles klar. Alles klar schon. Na, dahin am besten. Ne, ich muss dann irgendwann hier so die Spitzhacke gerade mal umräumen, damit ich nicht so viel hin und her muss. So, jetzt muss ich überlegen, wie die Fenster hängen. Oh, ein Creeper. Okay, dann ist es auf jeden Fall nicht hell genug hier drin. Jo. Wenn du hier explodierst, dann hau ich dich aber. Zombie gibt es ja auch schon wieder irgendwo. Wo ist denn hier nicht hell genug? Das ist in der Ecke, muss es ganz dunkel sein. Acht. Seriously? Da bist du dann gespawnt. Ja, gut, was will man machen? So, wir wollen ja eh Fenster reinhauen und danach müssen wir den Boden einfach noch ausleuchten. Das hilft alles nichts. Seht ihr ja selber. So, das ist hier direkt neben dem Eingang. Direkt neben dem Eingang würde ich... erstmal hier die Kraft ein bisschen runterschrauben. Sonst habe ich hier irgendwann Probleme. So, gucken wir mal, ob wir die fertigen Steine noch irgendwo hinkriegen, wo noch Platz ist. Da. So, dann können wir hier oben wieder einen dran machen. Und ich würde sagen, das hier wird für so ein Fenster reichen. Machen wir das natürlich hier auch. Pop, 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 pop. So, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir hier eine größere Fläche. Hier können wir schon ein Dreierfenster einschlagen. Also ein Neunerfenster eigentlich. Ah ja, das wird schön. Dann machen wir es auf der anderen Seite auch so. Herrlich wird das, herrlich. So, dann kommt hier auch noch genau das gleiche Fenster hin. Auch wieder ein Dreier. Wupp. Und daneben auch wieder ein Dreier. Ich habe das ja alles, glaube ich, ziemlich parallel gebaut. Von daher ist das eigentlich schon mal ganz gut für die Fensterplanung. Beziehungsweise jetzt kommt die Ecke. Die muss, glaube ich, noch. Ist die Ecke nicht da? Die muss nämlich, glaube ich, ein bisschen anders sein. So. Ich glaube, diese Folge werden wir leider keine Scheiben mehr einsetzen können. Das bringt die Folge einfach nicht mehr her. Die Ecke lassen wir, glaube ich, so. Und dann würde ich hier noch ein Fenster hinmachen wollen. Und zwar so ein richtig fettes Viererfenster. Fünfer, glaube ich sogar. Fünferfenster ist geil. Ja, das trifft auf jeden Fall. Fünferfenster. 3, 4, 5. Okay. So. Ja, und dann will ich das auf der anderen Seite parallel dazu machen. Ach komm, ich mache das gerade noch, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Schadet ja nicht, ne? Dann sind auf jeden Fall schon mal hier Löcher drin für die Fenster. Ja, und das kann ja eigentlich niemals schlecht sein. So, das hier. Steine mitnehmen. Gut. Hüpfen aufhören. Hier die Löcher reinschlagen. Das leckt ja ab und zu mal. Ich verstehe es gar nicht. So, jetzt hier rüber. Auch hier Löcher reinschlagen. Tak, 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 tak. So, und hier auch. So, die Wände bleiben erstmal frei. Dafür hier ein Fünferfenster, habe ich gesagt, ne? Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste es genau hier auftauchen. Genau. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. So, dann sind wir jetzt genau, ziemlich genau bei den 15 Minuten. Ich höre an dieser Stelle auf. Wir werden hier Fenster einsetzen und dann noch ein bisschen Bodenbeleuchtung einbauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.